Hallo und herzlich willkommen zu Basteln mit Nele. Heute ist schon der 7. Dezember, also der 7. Tag bei unseren 10 Tage Basteln im Dezember. Und heute habe ich noch was ganz Cooles für euch. Ich möchte mit euch diese Paperclips machen, die ich euch ja im letzten Ornamentvideo schon gezeigt habe. Da haben wir ja Zuckerstangenornamente gemacht und dann habe ich euch ja gezeigt, dass ihr aus diesen Zuckerstangen, wenn ihr die in verschiedenen Größen eben ausstanzt, auch Paperclips machen könnt. Und ja, ich dachte mir, als ich diese Paperclips gemacht habe und ich dieses Video gedreht habe, wie cool wäre es denn, noch ein paar andere Paperclips zu machen, weil ich hatte so viel Spaß damit. Und ich möchte ja noch ein Weihnachtsjournal basteln in rosa. Und ja, in rosa habe ich eigentlich nicht wirklich viele Die-Cuts oder passende Deko-Sachen für mein Journal. Deswegen dachte ich mir, ich mache die jetzt einfach mal selber. Und macht die jetzt einfach mal mit euch zusammen. Und meine Idee dafür ist jetzt, die Action-Weihnachtsstanzen dafür herzunehmen. Ich habe mir jetzt diese drei Sets ausgesucht, möchte mit diesen Weihnachtsstanzen eben Paperclips machen. Und nicht nur das, also für diejenigen, die jetzt zum Beispiel diese Stanzen nicht bekommen haben, zeige ich dann noch eine Variante. Jetzt habe ich mir jetzt einfach mal diesen Block ausgesucht und werde da mir was rausstanzen, als dass ihr auch eine Alternative habt, falls ihr diese Action-Stanzen eben nicht bekommen habt. Und vor allem, weil mir diese zwei Motive so gut gefallen haben, wollte ich damit eben auch noch Paperclips machen. Und jetzt noch vorab, ich möchte ja dieses Weihnachtsjournal basteln. Habt ihr denn Interesse daran, ein Weihnachtsjournal-Video zu sehen in der rosanen Variante? Oder wollt ihr lieber ein Weihnachtsjournal sehen mit dem Kreativ-Falter-Papier? Also ich habe euch ja beim Kreativ-Falter-Haul gesagt, dass ich damit ein Weihnachtsjournal basteln möchte. Und da war ja das Interesse auch ganz groß. Das wäre ja dann ein Vintage-Weihnachtsjournal. Also das möchte ich so oder so basteln. Aber dieses rosane Weihnachtsjournal möchte ich eben jetzt dann am Wochenende basteln, weil ich das jetzt auf jeden Fall unbedingt benutzen möchte. Deswegen ist jetzt die Frage da, ob ihr das mit mir zusammen basteln wollt. Wenn ja, dann würde ich das nämlich so weit vorbereiten, also die Papiere jetzt schon mal einfärben und so und alles schon mal zusammensuchen, was ich dafür brauche, dass das auch noch in dieser 10 Tage Basteln im Dezember-Reihe ein Video wird. Wenn das Interesse nicht so groß ist für dieses rosane Weihnachtsjournal, dann würde ich dieses Vintage-Weihnachtsjournal einfach mit euch zusammen basteln und das würde dann nach den 10 Tagen Basteln im Dezember kommen. Also schreibt mir das bitte in die Kommentare, damit ich weiß, ob ich das jetzt hier mit reinmachen soll oder nicht. Ansonsten machen wir andere Sachen in diesen 10 Tagen. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Fangen wir mal an mit der Weihnachtsstanze mit diesen zuckersüßen Pinguinen. Ihr wisst ja, ich liebe Pinguine. Und ich habe mir da jetzt einfach nur die Pinguinstanzen rausgenommen und die Mütze und was zum Pinguin eben dazugehört. Und habe mir jetzt zwei Pinguine ausgestanzt. Ich lege die jetzt mal hier drauf, dann seht ihr das ein bisschen besser. Ich habe die Pinguine jetzt mit den verschiedenen Glitter- und Foilblöcken ausgestanzt. Also einmal habe ich hier dieses schwarze Glitzerpapier verwendet von diesem Block. Und da gibt es auch dieses weiße Glitzerpapier, das habe ich jetzt für den Körper benutzt. Und das goldene Glitzerpapier und auch das goldene Metallic habe ich jetzt für Schnabel, Füßchen und das Glitzerpapier für die Details hier. Und meinen rosanen Cardstock habe ich noch verwendet. Das heißt, mit den zwei Pinguinen machen wir schöne Paperclips. Dafür müsst ihr quasi euch die ausstanzen und dann noch den Körper nochmal ausstanzen. Ich hab mich jetzt für die rosane Farbe entschieden. Das wird nämlich dann dahinter geklebt, genauso wie dieser hier. Und dann habe ich mich für diese Stanze mal entschieden. Und da habe ich mir den Pfefferkuchenmann und die Weihnachtssternstanze geschnappt. Und habe das jetzt in Rosa und Glitzer ausgestanzt. Und habe das dann aneinander geklebt. Das wird dann auch eine andere Art von Paperclip. Und dafür habe ich mir noch einen zweiten in Gold ausgestanzt. Damit machen wir einen Paperclip. Dann habe ich mir noch diese Stanze rausgesucht. Und da habe ich mich jetzt sehr für die Schneeflocken interessiert. Und die Schneeflocken habe ich jetzt in Silber ausgestanzt.
und habe dann, während ich das ausgestanzt habe, übrigens wollte ich noch was dazu sagen. Ich habe ja immer so ein paar Probleme gehabt beim Ausstanzen, vor allem bei Glitterpapier oder foliertem Papier, wenn das Papier einfach ein bisschen fester ist. Und ich weiß nicht, ob ihr Claudis Bastelwelt kennt. Die macht ja auch immer so coole Sachen mit ihren Stanzen. Und die macht auch ganz viele Videos zu den Action-Weihnachtsstanzen. Also da sind auch immer ganz coole Sachen dabei. Und da habe ich bei ihr gesehen, dass sie erklärt hat, dass sie diese Ausstanzungen immer so ausstanzt, also wenn es Glitterpapier ist oder foliertes, dass sie ein Papier da drunter legt und es dann durchkurbelt. Jetzt dachte ich mir, ich probiere das jetzt mal aus, was sie da so erzählt hat. Und Tatsache, also das geht viel einfacher und es kommt so sauber raus. Und das habe ich gleich mal ausprobiert. Also hier zum Beispiel sieht man das. Da habe ich drunter das Rosane und hier das Silberne. Und da habe ich mir gedacht, die klebe ich dann jetzt einfach aufeinander, die zwei Papiere, und nehme mir das zum Vorteil. Und habe mir dann bei diesen Stanzen nämlich, und zwar, Moment, welche ist denn das? Genau, hier seht ihr ja diese Zacken. Da kommen immer so Herzen dann raus als Rest. Und diesen Rest habe ich mir jetzt hier reingeklebt, weil ich diese Herzen total süß finde. Und ansonsten habe ich mir dann das silberfolierte Papier einfach auf den rosanen Cardstock draufgeklebt und habe das dann mit einer Kreisstanze ausgestanzt. Damit machen wir zusammen ein Paperclip. Also das heißt, wenn ihr sowas machen wollt, braucht ihr eine Kreisform oder Herzform. Und es wird dann ein versteckter Paperclip. Das zeige ich euch heute. Das wird auch ein Paperclip, aber eine andere Variante. Und dann kommt jetzt noch zum Schluss dieses Designpapier, was ich mir ausgesucht habe. Und zwar von diesem Block. Das ist jetzt einmal dieses Designpapier mit diesen zuckersüßen Schneemann-Lollis. Das fand ich so niedlich. Da habe ich jetzt einmal meine 1-Inch-Kreisstanze benutzt und mir zwei Kreise ausgestanzt. Und dann dachte ich mir, so eine Herzvariante wäre auch nicht schlecht und habe mir jetzt diese Rentier-Marshmallow-Kakaobecher ausgesucht. Und die habe ich mit meiner Herzstanze, die ist auch schon ein bisschen älter, habe ich jetzt mir die hier ausgestanzt. Das sind dann die und immer zwei. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit den Paperclips. Jetzt habe ich schon genug, glaube ich, vorab erklärt. Und natürlich braucht ihr Büroklammern. Ich habe mir jetzt dafür dieses Set vom Action ausgesucht mit den goldenen und silbernen Büroklammern. So, und die erste Variante, die wir jetzt basteln, ist diese Variante, wo die Büroklammer nach unten guckt. Dafür nehmen wir uns unsere kleinen Pinguine zur Hand und eine Heißklebepistole, die habe ich mir jetzt auch schon vorbereitet. Dann nehme ich mir hier so eine Matte, die ich immer für sowas hernehme. Und dann überlegen wir uns mal, welche Büroklammer wir dafür benutzen wollen. Also ich möchte jetzt bei den Pinguinen goldene Büroklammern verwenden. So. Und das ist eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt euch euren Pinguin, setzt euch die Büroklammer, und zwar mit dieser Seite. Also seht ihr das? Da ist das ein bisschen näher dran. Das bleibt unten und die Seite kommt nach oben. Haltet ihr euch dahin, dann nehmt ihr euch eure Heißklebepistole, setzt euch hier so einen kleinen Punkt drauf. So. Und dann nehmt ihr euch das zweite Teil und das könnt ihr euch jetzt hier so draufkleben. Einmal klebt ihr es da fest und den Rest, den klebe ich mir dann immer mit normalen Kleber fest. Und ich habe mich für rosa entschieden, weil
weil das dann zu meinem rosanen Journal eben passt und es guckt halt dann eben auch raus, ne? Also, dass das dann schön aussieht. Also ich merke gerade, die Mütze hier ist ein bisschen schwach. Ich denke, ich werde mir die Mütze dann nochmal ausstanzen, dass das auch ein bisschen fester ist, sonst sieht es nicht, also sonst kann das ja brechen, wenn man das oft benutzt. Genau, ihr könnt natürlich alles mit der Heißklebepistole festkleben. Ihr müsst dafür ja nicht den Kleber benutzen. Ich bin jetzt aber nicht so ein großer Freund mit Heißklebepistole und deswegen mache ich nur das Nötigste, sage ich jetzt mal, mit einer Heißklebepistole. Nehmen wir mal an, das ist unser Journal. Dann haben wir jetzt hier schon mal unseren ersten Paperclip. Und jetzt machen wir weiter mit diesem Pinguin. Und schon haben wir den nächsten Paperclip fertig und schaut mal, wie cool es aussieht. Also ich weiß ja nicht, ob ihr auch so gerne wie ich diese rosa-goldene Kombination mögt. Also ich liebe das und ich finde, davon gibt es einfach viel zu wenig hier zu kaufen. Und ich finde es halt toll, wenn wir uns das jetzt selber machen können und ja, ganz einfach mit unseren Stanzen, die zuckersüß sind. Und ja, das macht mir einfach Spaß, wenn ich dann was habe und sowas macht mich echt glücklich. Wenn das rosa und gold glitzert, also ich finde das mega und mir gefällt das so gut. So, jetzt machen wir die nächste Variante und zwar diesen Pfefferkuchenmann. Da möchte ich das so machen, dass der Clip quasi ganz nah am Ende von diesem Ding ist. Übrigens habe ich ja da zwei Stanzen, also diese zwei Ausstanzungen da dran geklebt, damit der ein bisschen breiter ist, weil ich fand, der war einfach viel zu klein, um den für einen Paperclip zu benutzen. Also so könnt ihr natürlich auch arbeiten, indem ihr mehrere Stanzen einfach zusammen macht, so wie das euch gefällt. Also für den Pfefferkuchenmann nehme ich jetzt wieder eine goldene Büroklammer und ich möchte, dass der jetzt hier so drauf sitzt, ja? Also das heißt, ich mache mir jetzt hier den Klecks drauf und setze mir das jetzt hier so drauf und dann nehme ich mir meinen goldenen Pfefferkuchenmann und da ja diese weiß-rosane Variante von den Weihnachtssternen auch auf der Rückseite gut aussieht, ist es gar nicht so schlimm, wenn man dann auf der Rückseite das hier sieht. So, und da muss man aufpassen, wenn man das dann drauf klebt. Weil wenn das jetzt noch heiß ist, ist das jetzt nicht so schön, sage ich jetzt mal. So, das drücken wir uns jetzt schön fest. Und wenn das nicht fest genug ist, dann doch lieber mit der Heißklebepistole arbeiten, dass das auch alles hält. Aber bei mir ist das jetzt fest. Und schaut's mal, wie süß dieser Paperclip ist. Also mega. Machen wir uns jetzt auch hier dran. Zum Schluss zeige ich euch die alle nochmal ganz genau. So, jetzt haben wir drei Varianten, die hier so nach oben rausgucken. Jetzt möchte ich eine Variante machen, bei der die Büroklammer quasi versteckt ist. Dafür nehmen wir uns jetzt eine silberne. Und bei dieser Variante ist die quasi komplett hier drin, wird aber nur, also wird eigentlich genauso, nur hier oben drauf gemacht. Auch wieder diese Seite.
Aber wir kleben nur den oberen Teil hier quasi zu. Also das bedeutet, wir machen jetzt nur hier Kleber. Drücken uns das schön fest. So, und dann ist das versteckt und wir haben eine versteckte Büroklammer. Das sieht jetzt aus wie zwei Kreise. Und das können wir jetzt natürlich auch so rum machen. Und das ist schön fest. Seht ihr? Weil man einfach nicht sieht, dass da eine Büroklammer versteckt ist. Das kann man jetzt zur Seite zum Beispiel machen. Natürlich kann man das auch von oben machen. Dann auch beide Seiten sehen hübsch aus. Aber das werdet ihr dann im Journal sehen, wenn wir dieses Journal zusammen basteln oder wenn ich es selber bastel und euch dann nur so zeige, wie es fertig aussieht, wie ich das verwende. Auf jeden Fall ist das auch richtig cool, finde ich. Jetzt haben wir noch diese Varianten und die mache ich jetzt auch genauso, sodass die nach oben gucken. Dann nehme ich einmal Gold und einmal Silber. Und mit denen habe ich nämlich noch was ganz Besonderes vor. Die werde ich noch ein bisschen verschönern dann, wenn das trocken ist. Also hier machen wir das jetzt Gold. Und da möchte ich meine neue coole flauschige Wolle benutzen. So, und die möchte ich mir jetzt hier so drum herum kleben. Ich denke, das sieht total cool Genau, aus. schaut's mal, so sieht das jetzt aus. Da haben wir jetzt so eine süße flauschige Variante, die auch zur Seite gucken kann. Und dann machen wir noch das gleiche in Silber mit diesem hier. Und da glaube ich, mache ich das diesmal gleich. Moment. Genau, also ich habe das jetzt einmal innen geklebt, dann sieht das viel schöner aus als wie das. Also ich mache das auf jeden Fall nochmal neu. Und dann kleben wir uns unsere Büroklammer wieder ein. So habe ich mir das vorgestellt. Das sieht richtig cool aus. Schaut's mal, wie schön das jetzt aussieht von beiden Seiten. Genau. Das gleiche mache ich jetzt nochmal. Also ich werde das jetzt nochmal ausstanzen und neu machen, weil das finde ich ist nicht so perfekt geworden. So, jetzt habe ich das Herz nochmal neu gemacht. Also ihr seht, das ist schon ein Unterschied, ob man das außen drauf klebt. Da ist es jetzt nicht so perfekt geworden wie das hier. Wir haben jetzt hier einmal die beiden Pinguine und den Pfefferkuchenmann. Dann haben wir hier die versteckte Variante und die flauschige Variante mit dem Designpapier, die mir auch so gut gefällt, muss ich echt sagen. Jetzt wollte ich euch noch eine Variante zeigen. Ohne Heißklebepistole, jetzt nur mit dieser Stanze. Und bei dieser Variante macht man dieses Einfädeln von der Büroklammer. Nehmen wir uns jetzt eine silberne. Dann braucht ihr was Spitzes und dann überlegt ihr euch, wo denn die Büro, also wie das hängen soll. Ich möchte jetzt, dass das seitlich hängt. Deswegen mache ich mir jetzt hier so ein Loch rein. Durch beide Schichten. Und da fädle ich jetzt meine Büroklammer ein. Also hier ist die eine. Also ihr nehmt die, macht die so ein bisschen auseinander, Finger rein, hier durchs Loch, dann einmal komplett durch bis zur Mitte. Und dann hängt es so dran und ihr könnt es so seitlich wie ein Charm runterhängen lassen. Seht ihr? Das ist dann noch die dritte Variante. Dann habe ich euch jetzt drei Varianten gezeigt. Und ich wollte jetzt noch was zeigen, was mir jetzt gerade eingefallen ist, was man noch mit diesem flauschigen Band Cooles machen kann.
So, schaut mal, ich habe noch zwei Varianten gemacht. Die sind mir jetzt noch eingefallen, als ich das gemacht habe. Das würde nämlich auch, habe ich mir gedacht, das sieht auch cool aus. Habe ich mir jetzt von einer anderen Action-Weihnachtsstanze diesen Türkranz genommen, habe den jetzt auf einen goldenen Glitzerpapier und auf dieser Seite einfach einen Tannenbaum draufgeklebt und habe dann diese coole, flauschige, rosane Wolle noch dran gemacht. Also dann habe ich mal eine Variante gemacht, die zu dieser Seite eben guckt. Also die kann natürlich nach links oder nach rechts gucken. Und da habe ich eben diese flauschige Wolle drumherum gemacht. Das könnt ihr natürlich auch machen. Einfach Kreisstanzen nehmen, euch irgendwas. Das kann natürlich auch ein kleiner Sticker sein, den in die Mitte setzen und die Büroklammer dann einfach in die Richtung eben reinkleben, wie es euch gefällt. Und schon habt ihr wieder einen Paperclip und das könnt ihr so gestalten, wie ihr das wollt. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr nicht, was wir in den nächsten 3 Tagen noch alles basteln werden. Also es sind noch 3 Tage von den 10 Tagen Basteln im Dezember. Und ich freue mich schon drauf, die nächsten Projekte mit euch zu basteln. Eins davon hat auch was wieder mit Karten zu tun. Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.